Hallo und willkommen zu einem neuen Part Magic Arena. Road zu sagenhaft, da der Monat vorbei ist, fangen wir heute von vorne an und holen uns erstmal unsere Belohnung ab. Bestehend aus Kartenstil für Haifun, Kartenstil für Passion der Erinnerung und im Prinzip vier Booster. Und wir werden direkt in Silber eingestuft. Und dann gucken wir mal, was das dort zu bieten hat. Also, welche Angebote es da gibt. Ah, altes Booster für weniger. Nehme ich immer gerne mit. Haben wir zwar jetzt einen anderen Booster, wie geplant. Weil ich eigentlich mehr Ikoria offensichtlich nehmen wollte. Aber ja, geht auch. Ist günstiger und das gefällt mir. Also wir haben Froststarre, wir haben Lanova Gesandte. Ich wusste gar nicht, dass es mehr als die Lanova Elfen gibt. Aber klar. Und ja. Ein Mana-Producer, der nicht tappen muss. Dann der Blutstein-Goblin. Und Ephra-Zeugin von Halcyon. Warum sollte man das machen wollen? So. Dann machen wir jetzt die Ikoria Booster auf. Weil ich gerade sagen wollte. Dass ich selten neue Karten kriege und krieg dann gleich mal zwei. Snapdags, Apex der Jagd und Monströser Schritt. So, damit haben wir dann hier noch eine Wildcard. Und was Neues? Nein, aber der gefräßige Riesenhai ist. Ja. Nice. Man könnte ein halbwegs gutes Hai-Deck bauen. Und das letzte. Warum haben die Menschen eigentlich gerade mehr so dieses, hey, wir wollen Keywords haben und wir verstärken die Keywords? Ding. Oh, der unberechenbare Zyklon, davon habe ich letztens auch einen gezogen. Und der ist nice. So, wir haben zwei, wie viele brauche ich denn noch? Ich will gerne mal mein Aufmarschdeck spielen. Und ich habe genug Wildcards. Das ist cool. Deck fertigstellen. Gut. Dann weiß ich direkt, was wir heute spielen. Blau oder Schwarz und Kreaturenzauber. Zeit zu marschieren. Ah ja, und Leute, stay hydrated. Auch wenn das schon leer ist. Aber nicht gesponsert, aber Monster Hydro Sport schmeckt extrem geil. Und ich habe nicht getroffen. Behalten wir so. Mit dem kann er eh nicht angreifen. Und wir wollen erstmal was ins Rollen bringen. St
Stimmt, ich kann auch die Gottverewigten mit drin, mit reinpacken. Die gehören immerhin auch dazu. Weil das sind auch Verewigte. In dem Fall Schakal-Verewigte. Drei müssen drauf liegen. Oh, zwei Inseln weglegen? Ich meine, ja gut. So, jetzt haben wir alles draußen. Dann können wir mal anfangen. Bäm, Todesberührung. Das ist die wichtigste Karte, ja, das wichtigste Keyword, was drauf ist. Nein! So, nächste Runde kann das angreifen. Trampelschaden und Todesberührung. Mir fehlt noch eine Insel dafür. Kannst alles bis aufs Land abwerfen. Pick your poison. Wusste ich. Auch wenn ich sie noch nicht verwenden kann. Und wenn er mit dem Gedankentrugbild angreift. Dann geht mein Zombie-Spielstein. Außerdem was passiert. Messer, das sich gegriffen ist, die Frage. Das hätte ich ein Stück früher gebraucht. Danke. Aufmarsch 1. Und einfach Todesberührung. Trampel, bedrohlich. Und fluchsicher. Ja, den glänzenden Aufseher hätte ich eine Runde früher gebraucht. Weil dann das nicht auf ihn verwendbar wäre. Nice, damit habe ich mehr mehr. Das ist ihn verwenden, ihn nehmen sollen. Ich brauche meinen Himmelsfürsten. Ja. Bye.
Du klaust mir keine Karten mehr, Junge. Auch wenn ich gern wüsste, welche ich hab. Also welche zwei er hat. Natürlich! Das ist so Bullshit manchmal. Und dann spielen wir noch Invasion der Stadt und greifen an. Komm, wer ab? Du Idiot! Mehr sage ich nicht dazu. You Idiot! Er hätte gewinnen können, hätte er nicht geblockt. Das. Oho. Er hat mir Invasion der Schreckensorte geklaut. Guten Tag. Boom. So schnell kann man was drehen. So schnell. Dank einem Bolas. Droh. Ins Exil, Junge. My schemes are never ending. Boom. 10-10 Kreatur. Ich liebe Bodas. Bodas ist einfach so. Er ist ein richtiger Game Changer. Deswegen mag ich Aufmarschdecks. Und Bodas ist halt der Anführer. So, das ist ein Win. Als nächstes kriege ich Edelsteine. Ach ja, Ziel von dem Ganzen hier ist auch, alle Katzen zu kriegen. Also, das Frostjunges noch. Und das Luftkatzenjunges. Und, was war hier? Ah, eine Kartenhülle. Und ab da kriegen wir dann nur noch Belohnungen. So. Weiter geht's. Bolas will weiter Leute vernichten. Das sind einfach so drei Farben, die perfekt miteinander harmonieren. Da, perfekt. Die ist zwar ein bisschen teuer. Aber das kriegt man schon hin. Sumpf. Rice.
So, als nächstes holen wir den Visier des Skorpions. Machen eine 2-2 Todesberührung Kreatur draus und warten noch eine Runde ab. Okay, dann verreckt er. Das bringt wenig, das wäre Aufmarsch 0. Und Aufmarsch 0 brauche ich nicht. Ich habe schon wieder das Mana-Problem. Oh, hell no. Danger only makes field research more interesting. Ach ja, kennt ihr eigentlich so Leute, die ohne bestimmte Sachen am Arm sich nackt fühlen? Ich hab nämlich normalerweise nur eine Uhr an dem Arm. Ich kenne diesen Ral. Ich mag diesen Ral nicht. Aufmarsch 2 und es fliegt und hat Todesberührung. Den will ich schnell loskriegen. Ach, fuck you. Egal. Mehr Aufmarsch. Er hat immer noch Todesberührung. Das Problem bei einem blau-roten Deck, was ich ja auch habe. Auch nur der Haifun. So spielt er das. Plopp mit einem scheiß Goblin-Magier. Komm. Du hast kein Mana. Du kannst nur mit ihm ploppen. Oder es durchlassen. Nicht Kreatur. Quantum Particle. So hat er vor, Schaden reinzudrücken. Cool. Das wird wehtun. Hey, guck mal. Da ist er wieder. iPhone ist eine miese Karte. Die ich eigentlich auch in das Deck rein könnte. Warum mache ich das nicht? Thank you.
Och, nö. Warum nicht direkt auf mich? Ey. Er zieht eine Karte, jede Menge Zeug triggert sich. Cool. Er macht erstmal einen Feldhops. Ja. Target verfehlt, sag ich mal. Wir sind in Silber, ich sollte einfach nur meine Strong Decks spielen. Hat er gerade alle Attacks? Ey. Mann! Du ziehst das in die Länge, Junge. Einem Ziel deiner Wahl, das geht auch auf mich. Ey, manche Leute. Jo, Silber ist noch nicht, so das Beste, was, die Leute zu bieten haben. Da kann man auch noch gegen Leute spielen, die nicht so ganz eine Ahnung haben. Und Heilfahrt des See packen wir noch rein. Und sobald ich ihn finde, den Haifun. Haifun. Mal zwei. Je mehr, desto besser. Und wenn zwei draußen sind, doppelt so viele Haie. Und das war's dann für den Part. Wir sehen uns im nächsten. Und ich werde davor noch mein mein Zeug von letzten Monat zusammenschneiden und schnell hochladen. Man sieht sich.